Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play Drachensang am Fluss der Zeit. Wir waren ja hier stehen geblieben gegen diesen Schrottgolem und konnten den Kerl einfach nicht killen. Ich meine ja nur, das Schwert hat eine Attacke von 7. Ah, macht keinen Unterschied, ob ich ein Schwert die Knöppel verwende. Okay. Wenn ich den nehme, erhöht sich meine Attacke. Aber hier erhöht sich die Parade. Wurfmesser. Ja, die sind total schlecht. Die kann ich dann mal irgendwann später verwenden. Wir haben noch ein bisschen Bier. Aber es sieht wirklich scheiße aus für uns. Okay, in Angriffsstellung. Gleich hier auf dem Schrottgolem würde ich sagen. Die Superattacke. Und dann wählen wir die hier aus. Die AI oder oh, hier unsere Freundin, die Fairy. Ach, ich weiß nicht, wie die heißt. Und die hat ja leider auch eine kritische Wunde. So. Fuck, er hat's abgewehrt. Pause. Den Kerl, der befehlen, den anzugreifen. Und mir befehle ich jetzt, den hier noch rüberzuhauen. Und weiter geht's. Jetzt frage ich mich ernsthaft, wann die den angreift. Fuck, jetzt läuft er auf mich zu, denn ich bin verwundet. Okay, flüchten. Okay, hoffentlich kriegt man den kalt. Erstmal mich heilen. Und jetzt anhalten. Ihr? Ja. Ich greife jetzt den Schrottgolem an. Ach so. Ja, klar, noch mal heilen am besten. Okay. Jetzt kann sie den aber wieder angreifen, wenn es geht. Aber jetzt sind sie beide verwirrt. Anhalten. Kritische Attacke befehlen. Okay, zu der wechseln? Geht nicht. Schade, die ist noch verwirrt. Okay. Für uns sieht es jetzt aber schlecht aus. Warum greift die den Kerl nicht an? Ach so. Halt. Pause. Lass mich raten. Fuck, keine Muni mehr. Ja, jetzt sieht es schlecht für uns aus. Hat die vielleicht irgendwie. Finte nehmen wir mal mit rein. Kampf. Das nehmen wir mit rein. Was ist das? Was? Beschwört ihr noch ein mächtigeres Tier? Das nehmen wir auch mit rein. Und zwar für diesen Fußtritt hier. Okay. Okay, und den. Jetzt so ein Wuchtschlag auf den Schrottgolem. Und weiter. Jetzt kommt es auf die an. Dass die am Blitz einsetzt. Fuck, hat nicht gezogen. Also nochmal. Komm. Fuck. Verwirrt. Okay, ich habe das Gefühl, das geht nicht gut aus für uns. Und das schätzt auch nicht. Wir haben zwar länger überlebt als sonst. Der Schrottgolem hat aber dafür leider ein bisschen mehr Leben als wir. Okay, ich muss den Kampf planen. Die hier, der hier, Wuchthauer. Und die versucht nochmal ihren Blitz auf den. Warum kann. Und dann nehmen wir nochmal hier diesen Zauber und dann soll die den rüberziehen. Hoffentlich bringt das uns ein bisschen weiter. Ja, das sieht schlecht aus. Perfekt. Hilfreicher Tanz ausführen. Hierher. Okay, kurz anhalten. Hilfreicher Tanz. Und los geht's. Ah, jetzt geht's los. Hier ist das mächtige Tier.
Hilfe im Kampf rufen. Du kannst noch steuern. Er beschützt dir doch. Gut, perfekt. Fuck, die ist tot. Jetzt kommt es wieder auf unseren Kerl hier hinten an. Und die ist nämlich tot. Und kann auch nicht geheilt werden. Und wir sind auch bald tot. Sieht jedenfalls so aus. Das Viech greift den Kerl auch an, gibt sich jedenfalls größte Mühe. Aber es sieht nicht gut aus für uns. Ja, jetzt greift das Viech an. Und es ist tot. Und wir sind die Nächsten. Ach, fuck. Ich denke, für dieses Mistviech kaufen wir was Besseres. Ich versuch's mal mit Wurfmessern. Mal sehen, ob das ein bisschen mehr bringt. Ah, überhaupt nicht. Okay. Wurfmesser bringt überhaupt nichts. Ja. Wir sind am Arsch. Ich nehme jetzt mal die Silberkette, das Schild. So, probieren wir es auch mal. Und los, komm. Super Attacke. Aber trotzdem sieht es schlecht für uns aus. Ja, es sieht sogar sau scheiße für uns aus. Wie kann man dieses Viech besiegen? Es gibt einen Trick. Ja, die ist tot. Aber es muss einen Trick geben. Ob das man dieses Ding hier besiegen kann. Ich bin nämlich gleich tot. Aber ach ja, vielleicht mal. Alles verbogen ist mit zwei Balken und ein Sattel. Alles, was in der Nähe lag, hat sich zu einem grausamen Wesen geformt. Mit seinen Klauen aus Sicheln und seiner Faust aus seinem Amboss ist er ein Fürstlicher. Aber es scheint brennbar. Das sind doch Fackeln. Ja. Und das war das Aus. Wie das Aus? Das geht doch nicht vor, Grimm. So kann die Geschichte nicht enden. Ja, endet sie auch nicht. Er ist brennbar. Das heißt, wenn wir es habt, vielleicht haben wir Glück und die hat Feuerpfeile oder so. Ja, ich habe welche, aber ich weiß nicht, wie ich das dir da geben kann. Die hier, wenn er brennbar ist. Ich würde dem jetzt hier, der hat hier Brandpfeile. Ich hoffe, ich habe die jetzt der hier gegeben. Ja. Brandpfeile. Jetzt kann die der mit den Brandpfeilen mal so schön noch überziehen. Hoffentlich klappt's. Na, daneben schießen darfst du natürlich auch nicht. Wenn die doch noch treffen würde, ey. Okay. Jetzt brennt er. Yes! Ja, so kann man ihn killen. So kriegt man ihn. Einfach mal nachlesen. Ja. Der ist tot. Oh nee, ne? Die ist doch so leicht tot. Kann ich nicht jetzt zum Felix Gera wechseln? Perfekt. Ja, den Hammer. Der ist tot. Der ist sicher tot. Aber leider werden wir das erst in der nächsten Folge erfahren. Ciao.